So, Leute, willkommen zurück zu Hamtaro, Hamham, Freunde. Ja, ich habe endlich meine Saves wieder, das heißt, es kann endlich weitergehen. Zumindest hypothetisch, weil ich immer noch keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Aber hey, wir finden es schon raus, früher oder später. Ich würde ganz pauschal sagen, wir gehen standardmäßig in... Es könnte halt wirklich alles sein, ich habe keine Ahnung. Können wir die Katze töten? Können wir? Können wir sie begrüßen? Ich meine, wir möchten ja nur reden. Nee. Schnüffeln. Riecht es nach Katze? Nein. Warum ist sie dann überhaupt hier? Stock in die Fresse? Nö. Okay, man kann es nicht jedem recht machen. Was ist eigentlich mit dir verkehrt? Hast du irgendwelche Schwierigkeiten? Kann ich dabei irgendwie helfen? Ich meine, ich würde alles tun für ein neues Wort. Ja, also, jetzt stell dich nicht so an, komm schon. Wir sind doch keine Kinder mehr, nicht wahr? Ich meine, das ist ein Spiel für Kinder und so weiter, aber wir sind Erwachsene Hamster. Und wir sollten uns auch so benehmen. Okay, der spielt Verstecken. Wir müssen ihn irgendwie verpfeifen. Los, wo sind seine Kumpels? Wir müssen ihn verpfeifen und dann kriegen wir hoffentlich ein neues Wort. Ja, ich weiß, niederträchtig, wie wir halt... Verdammt nochmal. Wie wir halt sind, aber für Wörter tun wir alles. Alles! Ausnahmslos. Komm ich da rein? So sicher nicht. So vielleicht eher. Nein, da hat Hamtaro überhaupt gar keinen Bock drauf. Wo sind seine Versteckfreunde? Das kann doch nicht wahr sein. Wo sind sie? Es riecht verdächtig. Woran könnte es liegen? Es riecht nach Hamster. Ja, genau. Hast du Bock, ein Loch zu graben oder so? Nee? Naja, ich habe zumindest gefragt. Also das Gebiet ist irgendwie wie ausgestorben. Es ist kein Schwein mehr da. Nur noch der Digidugi-Hamster, der Versteckhamster und Pippi, wenn er mal Bock hat. Aber sonst kein Mensch. Naja, und der Maulwurf, aber der zählt nicht, der ist kein Hamster. Okay, na gut, Pippi auch nicht, aber Pippi ist Pippi. Pippi ist ein Bro-Mann, Pippi ist ein Teil von uns. Auch wenn er mich zu dem geheimen Sonnenblumengarten irgendwie nicht hinfliegen will, aber naja, was soll man machen? Okay, also da geht's definitiv nicht weiter. Schön! Hätten wir das schon mal geklärt, dann versuchen wir es doch im Sonnenmarkt. Ja, 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 genau. Da ist ja immer noch die Yuppie und Noki-Geschichte, die wir einfach partout nicht lösen können. Und der Typ steckt schon wieder mit seinem Arsch zwischen diesen Boxen. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Noki, komm schon. Hör auf rumzualbern. Wir haben eine Mission zu erledigen. Ja, toll. Ich bin jetzt wirklich so neugierig auf dieses Wort. Ich bin echt gespannt, was das für ein Wort ist. Das ist dieses Wort, das mich schon seit gefühlt 100 Parts verfolgt und das ich einfach nicht lerne. Und ich habe auch nicht die geringste Ahnung, wo ich es herbekommen könnte. Ich habe keine Ahnung. Ich stecke fest. Und das hoffnungslos. Kann ich mit dem eigentlich noch irgendwas machen? Da muss doch was gehen, komm schon. Er ist doch nicht umsonst hier, oder? Ja, steckst du fest? Kann ich was tun? Überhaupt falle ich runter, war das richtig? Ja, ich glaube schon. Nö. Er erschreckt sich nur oder so. Ja, was? Wieso ist mir das beim letzten Mal nicht aufgefallen? Bin ich da einfach weggelaufen dann? Ach, verdammte Scheiße, okay. Aber, erste Option, natürlich! Pipi! Oh, Scheiße, verdammte Kacke, nochmal! Ist er beschämt? Ich glaube, er ist beschämt. Kumpel, die Notdurft muss verrichtet werden, es tut mir leid. Verdammte Ficke, fuck, Scheiße! Was denn das? Verstehe ich nicht. Warum ist er beschämt? Oh, verpiss dich! Jetzt, Junge, sei nicht so. Komm schon, ich hole dich da raus. Alter, das Geräusch. Oh mein Gott, ich sterbe! Ich habe keine Option mehr. Rauflauf. Woran Rauflauf machen? Ja, das... Wow. Verdammte Ficke! Junge, ich tue mein Bestes, okay? Wie wär's damit? Okay, er ist komplett... Wir haben ihn für sein Leben gezeichnet. Hamtaros Schniedewurz ist nichts für schwache Nerven. Okay, er hat sich beruhigt. Gut. Versuchen wir es nochmal. Ja, Bautz. Okay. Bautz. Er macht es nach. Okay, soweit, so gut. Und warum geht das jetzt nicht mehr?
Warum geht das... Hallo? Warum geht das jetzt nicht mehr? Moment mal. So funktioniert das aber nicht hier. Ah, jetzt geht's, okay. Junge, was zur heiligen Scheiße machst du da eigentlich? Irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Oh, er memt mich. Okay, ja und? Aha. Das ist das Komischste, das ich jemals gesehen habe, aber hallo? Ja. Hey, schau mal. Sind Fenster nicht super? Was denn das? Also, was denn das war das Wort, das mich weiterbringt? Oder kriege ich jetzt wieder nur eine Eichel? Sie sind wie Wände, aber total transpar. Okay, ich habe keine Ahnung, wie mich dieses Wort jetzt weiterbringen soll. Unsichtbar. Ein Geist! Das ist so random. Wo könnte das passen? Generell überall. Ich werde jetzt weiterspielen. Das nennst du spielen? Okay, das war komisch, aber ich möchte natürlich... Ich muss ja meinem Bildungsauftrag nachgehen und hier sämtliche Optionen durchbringen. Oh, es geht nicht mehr. Komm schon, es muss gehen. Ich muss es machen. Ja, natürlich, okay. Was denn das? Was denn das? Die Vorbereitungen laufen, Leute. Spürt ihr es schon? Spürt ihr es? Spürt ihr es? Spürt ihr es? Der geht einfach. Nein, das sieht er nicht ein. Das ist zu viel auf einmal. Warum machst du das eigentlich nicht nach? Du bist überhaupt kein richtiger Pantomime. Schäm dich. Okay, jetzt haben wir Transpare. Aber was machen wir mit Transpare? Wo könnten wir unsichtbar sein? Ich weiß es nicht. Können wir Juppido sagen, dass er unsichtbar ist? Dass sich die Möglichkeiten mir nicht erschließen, weil sie für mich unsichtbar sind? Ist das die Lösung des Rätsels? Ich habe keine Ahnung. Juppido? Nein, das war's nicht. Okay, aber wir haben ein neues Wort. Es könnte irgendwo nützlich sein. Es muss irgendwo. Ich habe echt keine Ahnung, was ich sonst noch machen könnte. Ich schaue mich um und dann melde ich mich. Oh mein Gott. Ist nicht wahr. Ein neues Wort beim Skelett. Das macht mich ganz wusel. Oh mein Gott, wusel. Das hat ja wirklich viel gebracht. Dankeschön. Dich nicht. Okay, es ist also das letzte Wort, ja. Es ist dieses letzte Wort, das fehlt. Oh, yeah! Drück T und Genuss und No Stress sind garantiert. Alter, wie hip bist du denn bitte? No Stress, das klar, natürlich. Wow, das Spiel ist, zu seiner Zeit schon ziemlich 2016 gewesen. Ich muss schon sagen, no stress, Alter. Ja, Amtaro schnupft sich da ordentlich was rein und dann hat er gar keine Sorgen mehr. Entspannen. Okay, ich habe es einfach probiert, weil das muss man ziemlich oft machen, dass man Hamster erst irgendwie, naja, dazu bewegt, mit einem überhaupt zu sprechen. Weil der Typ, der hat mich völlig ignoriert, bis ich an seinem Tee geschnüffelt habe. Bis ich mein Gesicht in seinen Tee gesteckt habe. Das heißt, ja, es hat funktioniert. Oh mein Gott, ich bekomme den Dreh langsam raus. Oh mein Gott. Die ganzen Amtaro-Jahre haben sich ausgezahlt. Okay, jetzt haben wir No Stress am Laufen. Aber wo kann man das jetzt einsetzen? Aber das ist gut, wir haben jetzt schon zwei neue Wörter. Zwei. Vielleicht beim Skelett gleich? Ja, okay, Amtaro, weißt du was? No Stress, okay. Nein, das war's nicht. Verdammt, okay. Aber vielleicht müssen wir Juppido Noki sagen, No Stress. Das könnte tatsächlich sein. Das könnte tatsächlich sein, das probiere ich gleich mal aus. Aber erst will ich wissen, was ich mit Transpare machen kann.